Hallo und herzlich willkommen hier bei mir zu einem eher ernsteren Thema. Und zwar geht es um das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Teile von Thüringen. Und zwar gibt es bei euch bestimmt so oder unter euch, die betroffen sind, Leute, die so kleine Bestände haben, und bei euch in der Nachbarschaft ist jetzt auch eine ganze Menge kaputt gegangen. Und ich hatte dieses Jahr ja eine sehr gute Ernte vom ersten Schnitt und habe ich die hier eingelagert. Das ist mehr so, ja, mehr grob faseriges Zeug halt. Es ist mehr was für Pferde, aber ich würde das auch meinen Schaden. Ja, 10 Ballen kann ich verschenken, also abholen müsst ihr aber selber. Bringen kann ich die nicht. Also meldet euch, schreibt das in die Kommentare unten drunter. Ich nehme dann Kontakt auf. Und dann müssen wir gucken, dass ihr eure Tiere auch satt kriegt. Für die, die etwas größere Bestände haben, ich hätte dann noch ein bisschen Moor- und Heideflächen, insgesamt 60 Hektar. Da kommen so ja, 400 bis 500 Schafe ungefähr 2 Monate hin. Aus Erfahrung halt müssten gehütet oder gekoppelt werden. Also die Flächen sind ja soweit in Ordnung. Ich bin dieses Jahr da noch nicht drauf gewesen. Ich bin zwar unterwegs dahin, aber ich kann die auch, also ich kann gut darauf verzichten. Wenn also einer Bedarf hat oder einer von euch ja nicht mehr weiter weiß, wohin, dann einfach melden, in die Kommentare schreiben, und oder ihr kennt vielleicht jemanden, der da im Moment ziemlich Probleme hat, dann einfach melden. Ich bin ungefähr hier in Norddeutschland, das ist in Papenburg, da sind ungefähr 200 Kilometer von euch, also den Weg müsstet ihr euch schon machen, und dann müssen wir weitersehen.